Hört man mich? Hört man dich? Hört man mich? Lauter sprechen, Luba. Hört man mich? Man hört dich. Nicht du. Das ist Luba. Ich glaube, man muss hier gar nicht so wahnsinnig viel vorausnehmen. Luba, ich habe mich nicht getraut, deinen Nachnamen auszusprechen, richtig? Sag mir vor. Goldberg Kuznetsova. Goldberg Kuznetsova. 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 Ja. Ja? Goldberg Kuznetsova. Goldberg Kuznetsova. Sehr gut. Und Luba hat ein Buch geschrieben, es ist ein sehr gutes Buch und es heißt Lubotschka, das stimmt aber, oder? Und es ist die Koseform von Luba, oder? Das ist die Koseform von Luba und das ist mein Name. Ja, das habe ich mitbekommen. Und das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Es erzählt von der Zeit der Protagonistin, bevor sie eigentlich nach Deutschland auswandert und wie sie noch in St. Petersburg. Von dem Leben dort, oder? Würdest du sagen, das stimmt? Das stimmt. Und ich habe, weil ich habe mich vorbereitet, nicht viel, aber ein bisschen, ich habe so ein bisschen gegoogelt, was irgendwie darüber steht und was das Internet sagt, das ist immer eh das Wichtigste. Und hier habe ich eine FAZ-Rezension, da steht drin, das sprachliche Desaster des Romans liegt jedoch in der Gestaltung der Ich-Erzählerin, die nie versteht, wie Leute ernsthafte Schwierigkeiten mit dem Stoff haben könnten, wie sie eine Russisch-Regel nicht verstehen könnten. Die Erzählerin spricht im Roman kein Deutsch, von einem Sprachgemengelage kann so keine Rede sein. Ihre Sprache ist als Russisch zu lesen. Warum denn ein solches Deutsch? Und dann habe ich nochmal weitergeschaut und habe auch noch das hier gefunden auf Amazon. Das Buch ist sprachlich anziehend, weil die Autorin es auf Deutsch, also nicht in ihrer Muttersprache, geschrieben hat. Resultat ist ein sehr literarisches Deutsch, eigen und schön. Ein echtes Superdebüt, bloß nicht in irgendeine Frauenliteraturecke schieben, da gehört es nicht hin. Es ist schwierig mit Kritik, oder? Was meinst du? Ich finde es sehr interessant. Ich finde das Interessanteste, also einer der interessantesten Dinge am Schreiben ist die Rezeption. Ich habe nicht erwartet, dass das und das passiert. Man weiß es nicht. Wie ging es dir? Man weiß es wirklich nicht. Ich finde es auch erstaunlich. Ich finde auch erstaunlich, dass die gleichen Dinge, also deswegen fand ich das jetzt beides so bezeichnend, weil es beides um die Sprache ging. Ich fand die Sprache ganz toll und ich mochte auch die Sachen, wo man drüber holpert. Sascha Stanisic, dürfte wahrscheinlich auch den meisten im Begriff sein, hat mal erzählt, dass er kommt aus Russland, nee, Polen ist er, oder? Fuck, weiß ich schon nicht mehr. Wer weiß das? Serbien. Dankeschön. Und der hat geschrieben, dass er ganz oft extra, er schreibt einen Text und dann geht er mit rechtem Mausklick und macht Synonyme und macht irgendwelche andersartigen Worte, die eigentlich nicht richtig reinpassen. Was ihm immer ausgeschrieben wird als, oh, das ist total süß, so wie der schreibt und hat so eine eigene Sprache. Und der macht das mit purer Absicht und macht Synonyme hin, die nicht ganz reinpassen, aber halt ein bisschen. Luba. Ja. Die arme Welt, Greta. Oh. Ja. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Aber nicht schlecht genug. Ich habe es Sascha Stanisic leider nicht gelesen, weil ein Dozent in Hildesheim mir gesagt hat, ich schreibe falsch und ich soll mir ein Buch von Sascha Stanisic nehmen. Und schreiben wie er. Deswegen habe ich einen Widerstand, ihn zu lesen. Obwohl er bestimmt super ist. Er ist fantastisch. Er ist ganz toll. Okay, ich muss dir aufs Wort glauben. Ja. Ich weiß nicht, wann ich so weit bin, ihn zu lesen, weil wenn ich diesen Widerstand überwunden habe. Vielleicht lerne ich ihn kennen, dann ist es ganz anders. Dann ist es eine ganz andere Ebene. Ich finde es noch schwerer, Romane zu lesen von Leuten, die man kennt. Das finde ich viel, viel, viel schwieriger. Ich meine, es ist ja ein bisschen unweigerlich passiert, dass wenn man hier studiert und wenn man Schreiben studiert hier, dass auf einmal alle veröffentlichen. Und ich finde es viel schwieriger, das irgendwie in Einklang zu bringen von Leuten, die ich so halb kenne. Ich weiß auch nicht, warum das ein innerer Widerstand irgendwie. Komisch. Ich habe einfach Angst, dass ich dann wirklich anfange, entweder so wie er zu schreiben oder versuche ja auf keinen Fall so zu schreiben wie er. Ey Luba, ich kenne dich nur ein bisschen, aber ich weiß genau, dass du ungefähr der sturste Brocken Mensch bist und dass du auf gar keinen Fall schreiben würdest wie irgendjemand anderes. Das ist klar. Das ist, glaube ich, eine Gefahr, die du nicht haben musst. Ich bin mir sehr, sehr Vielleicht sicher. Lese ich. Ja, lies doch mal was vor, genau, das ist doch gut. Das haben wir bestimmt alle hier gelesen, aber es ist doch noch schöner, von der Autorin zu hören. Da lese ich den ersten Abschnitt über eine Chruschtschowka auf der Seite 125. Wenn ihr was nicht hört, müsst ihr bitte zeigen, ja? Es gibt nichts Schlimmeres, ja, als zu lesen. Hört ihr alles, was ich sage? Okay, super. 125. Oh Gott, hier stehen so viele Gläser von allen, die hier vorher gesessen sind. Das ist komisch, das sieht so nach Reichsflagge aus mit diesem rot-weiß-gelb Getränk. Seltsam. Mein Diplom. Also,
Also ich lese über eine Chruschtschowka und Chruschtschowka ist eine Art von Wohnungen, die nach Chruschtschow benannt wurden, weil sie während seiner Regierungszeit gebaut wurden aus Blöcken und so weiter in Russland. Und da wohnt zuerst die Protagonistin, bevor sie umzieht in eine Kommunalka. Unsere Zweizimmerwohnung in Chruschtschowka, die Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, habe ich schon immer geliebt. Meine Eltern zogen hier 2 Monate vor meiner Geburt ein, feierten eine Party mit allen ihren Freunden und Umzugshelfern und am nächsten Tag wurden die Möbel geliefert, mit denen ich mein ganzes Leben verbracht habe. Die Wohnung liegt im Erdgeschoss und ist etwa 40 Quadratmeter groß. Die Tür der Wohnung ist innen und außen mit Watte gepolstert und mit schwarzem Kunstleder bezogen. Als sie 3 war, haben sie meinen damaligen Hund, einen deutschen Schäferhund namens Gerda, ein Mädchen, immer an den Türgriff in der Diele gebunden, damit er nicht die Möbel und alles andere in der Wohnung ruiniert. Gerda lag die ganze Zeit vor der Eingangstür in der Diele angebunden an den Türgriff. Vor Langeweile fraß sie Mutters Lederstiefel und wurde nochmal angebrüllt. Furchtbare Worte flogen in Gerdas Richtung. Manchmal lag ich auf ihr und weinte. Ich streichelte ihren Kopf und ihre langen dreieckigen Ohren. Ich versuchte ihr meine Finger in den Rachen zu stecken und sie ließ mich. Nach einem Jahr haben sie realisiert, dass die Wohnung für den Hund zu klein ist und gaben Gerda einem fremden Mann mit einem Haus und Garten in der Vorstadt. Ich sah sie nie wieder. Die Dielentapeten haben ein auffälliges rot-weißes Muster, das seine Silhouette umspielt, die entfernt dem Samovar ähnelt. Links von der Hutablage hängt ein großer runder Spiegel mit metallischen flachen Dingern links und rechts, hinter die Mutter irgendwelche Zettel oder Fotos steckt, bis sie nicht mehr reinpassen. Links vom Spiegel hängt ein dreistufiger Fleischkorb, in dem sich allerlei Kram findet. Der Kram eben, der sich in den Dielen so sammelt. Und links davon ist der Eingang in den langen Flur, verdeckt mit einem Vorhang aus mehrfarbigen Bambusstäbchen, die beim Berühren leise klirren. Im Flur hängen unter der Decke lange Wäscheleinen, die leer sind, wenn Gäste kommen sollen. Und am Ende des Flurs, kurz vor dem Eingang in mein Zimmer, hing früher, als ich klein war, eine Holzschaukel, die man zurückhalten musste, wenn man vorbei wollte. Der Flur endet mit einem Wandschrank, wo sich angeblich noch Dinge befinden, die meiner Urgroßmutter gehört hat. Wie ein Bügeleisen, das aus einem ganzen Stück Eisen besteht. Ich habe mich oft in diesem Schrank versteckt, wenn ich mit Nachbarskindern Versteck spielte. Mein Zimmer hat eine weiße Tapete mit Ornamenten aus aquamarinblauen Veilchen und Flechtkörben aus mattem Gold und matten schmalen Goldblättern, die sie umschmeicheln. Ich liebe Tapete. Meine Lieblingsschwelle. Tapete ist ein Zeichen für zu Hause. Gestrichene Wände sind was für Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen und Bahnhöfe. Das ist der Grund, warum diese Orte so ungemütlich sind. Ich kann es nicht leiden, wenn in einer Wohnung die Wände gestrichen sind und auf dem Boden Linoleum liegt. Ich habe das Gefühl, dass in solchen Wohnungen etwas Schlimmes passieren wird. Etwas, was leicht von der Wandfarbe und dem Linoleum wegzuwischen wäre. In einem tapezierten Zimmer fühlt man sich sicherer. Passend zur Tapete sind die Gardinen aus weißem Tüll mit eigengewebten Mustern aus Veilchen und eine äußere Schicht wasserblauer Samtgardinen für die Verdunkelung. Der Boden ist mit Fischgrätpaket belegt und die Tür weiß gestrichen. Die meisten kleinen Wohnungen wie unsere haben Fischgrätpaket. Die Tapete unterscheidet das auch. Wie Tapete unterscheidet das auch ein Zuhause von einem Internat oder Krankenhaus. Die Deckenleuchte sieht aus wie der doppelte Spitzenrock einer Fee. Ein transparenter himmelblauer Volanrock über einem weißen matten Bleistiftrock. Und es gab früher auch noch ein Nachtlicht neben dem Bett in Form eines schneebedeckten Häuschens aus Marmor. Da wohnte angeblich das Häschen. Leider habe ich es gebrochen. Die Fenster haben einen weiß gestrichenen Doppelrahmen aus Holz mit einer Vorkutsche,
Feuchtigkeit ist nämlich ein Zehntel des Fensters, dass man zur Lüftung des Raums aufmachen kann, ohne das ganze Fenster öffnen zu müssen. Und für den Winter werden die Fenster abgedichtet und diese Feuchtigkeit braucht man, damit man überhaupt lüften kann. Im Herbst klebt die Mutter erst den äußeren Fensterrahmen mit Watte und Papierstreifen zu. Erst stopft sie die Watte in die Spalten rein, dann klebt sie die weißen Papierstreifen mit Kleister drauf. Als sie klein war, legte sie noch eine zusammengerollte grüne Wolldecke in den Raum zwischen den äußeren und inneren Rahmen und setzte darauf kleine Püppchen und Plüschtiere in eine Reihe. Dann erst schloss sie die Fenster und klebte auch den inneren Fensterrahmen mit Watte und Papier ab. Auf diese Weise blieb mein Zimmer nicht nur warm für den Winter, sondern kriegte auch noch eine Fenstervitrine. Im späten Frühling, Anfang Mai, wenn es wärmer wird, sehe ich immer selbst an den Enden der Papierstreifen, bis sie sich von den Rahmen lösen. Dann öffnen wir die Fenster, ziehen die Watte raus und legen sie weg und befreiten früher auch noch all die kleinen Püppchen und Plüschtiere aus unserem Wintergefängnis. Aber das werde ich nicht mehr erleben, weil wir kurz nach Neujahr hier ausziehen. Erst in die Kommunalke und dann im März ganz weg aus dem Land. Aus dem Land. Vielen Dank, klatsch mal. Ich mag dieses latent Paranoide, was du immer hast. Ich glaube, das ist überhaupt keine Absicht. Ich unterstelle sogar, dass es Autoren-Person-immanent ist. Aber dieses, also über den Tapeten ja auch so, na, Karle, wenn, weißt du nicht genau, was passiert, das ist ziemlich sehr, sehr lustig. Ist es Absicht? Ist latent. Findest du, ist es Absicht? Wie kann man das absichtlich haben? Das sehe ich vielleicht. Was weiß ich? Was meinst du denn? Ja, weißt du, du driftest ganz kurz ab und machst ein Horrorszenario aus, wo so gar nichts. Es geht um Tapeten, dann ist so, von so Wänden, dann kannst du Linoleum, kannst du das Blut abmachen. Sowas. Das ist so, es gibt auch so einen paranoiden Einschlag. Aber ich glaube, das ist unbewusst. Ja, man ist auch kein guter Leser von seinen eigenen Texten. Man weiß es ja alles nicht. Ist der Humor denn absichtlich? Welcher Humor? Ich liebe das, hallo, ich liebe dich. Vielen Dank. Ich mag dich auch ganz gern. Aber du hast es auch. Du bist so krass Deadpan, dass ich einfach überhaupt nicht weiß, ob das ist. Was bin ich nochmal? Deadpan. Was heißt das? Das ist quasi so ein, also trockener, als das geht sich im Humor. Das ist eine komplette Ernsthaftigkeit, die man durchzieht und nie bricht, wo man nie genau weiß, ob das Humor ist oder komplett ernst gemeint. Also vielleicht bin ich auch eher paranoid dazu. Nein. 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 Keine Absicht. Nein, ich sage einfach, was ich denke. Aber freust du dich, wenn Leute lachen? Nein, selbstverständlich. Das ist das Beste. Oder manche Leute sind mega beleidigt. Ich würde sonst überhaupt nicht lesen wollen, wenn ich nicht wüsste, dass Leute sich dabei motivieren. Ich finde es auch unfair, weil ich meine, wenn ich lese, ist auch so, Lachen ist halt die einzige Publikumsreaktion, wo du genau weißt, es gefällt Leuten. Und wenn Leute irgendwie tief bewegt sind oder sowas, könnten die auch irgendwie gerade abdriften und an was anderes denken. Du weißt es nicht so richtig. Das ist schön an Humor, der ist so schön eindeutig, in dem wir zurückkommen. Ja, es ist schön. Also ich habe das Gefühl, dass Menschen dann so empfänglich sind für alles, was ich sage. Das stimmt auch. Wenn Leute lachen über das, was du sagst, sind die verzeihlicher mit den bescheuerten Sachen, die du sagst. Welche bescheuerten Sachen? Du hast noch keine gesagt. Uwe. Ich bin total rational. Ich meine, man kann doch vom Linoleum Dinge besser abwischen als von einem Hirschbrettpaket. Das weiß ich doch bestimmt auch. Ja, man kann aber auch nicht drauf kommen, dass man Linoleum sieht und man sich denkt, ich denke halt daran. Siehst du dir ja keine Horrorfilme an oder sowas? Ey, was für Psychopathen schauen sich Horrorfilme alleine an? Ja. Machst du das? Dafür muss man kein Psychopath sein. Du schaust dir alleine Horrorfilme an. Kein Mensch schaut sich alleine Horrorfilme an. Du kennst mindestens eine Person. Horrorfilme sind dafür gemacht, dass du zum ersten Mal was mit ihrem hast. Gut zu wissen. Das ist eine schöne Fortsetzung zu dem Interview, das wir damals hatten beim Bachmann-Preis. Ja. Geht es andersrum. Das ist ein schöner Kreis, der sich schließt. Finde ich auch. Das auch. Luba, möchtest du was Bestimmtes noch reden? Wie, bist du fertig mit deinen Fragen? Nee, ich habe noch viele Fragen. Oh, ich bin in der
Müssen wir die Entstehung vom Roman sprechen? Ich bin froh, dass du fragst. Ja, mal schauen. Wie ist der Roman entstanden? Ich kann besser erzählen, wie ich ihn geschrieben habe. Also, ich kam jetzt 2001 nach Deutschland und da konnte ich kein Deutsch. Ich konnte auf Deutsch nicht schreiben, nicht sprechen und erst recht nicht schreiben. Aber irgendwie hatte ich im Kopf schon angefangen, irgendwas auszudenken. Und wenn ich das mitzähle, dann habe ich den Roman wohl 17 Jahre lang geschrieben. Aber in Wirklichkeit dann 2 Jahre. Doch, das zählt. Denken tun wir alle den ganzen Tag. Nein, nicht alle. Nur weil du irgendwas täuschst dich. Du denkst, dass alle Leute nachdenken. Das ist nicht wahr. Nur 2% denken die ganze Zeit nach. 2%? Ja, sehr froh, dass du das in Studien rausgefunden, Luba? Nicht ich, aber andere Leute. Ich kann dir nachher gerne einen Link schicken oder mehr. Jedenfalls denken nicht alle Leute die ganze Zeit nach. Viele Leute haben die ganze Zeit Leere im Kopf. Und man fragt, woran denkst du? Was? Soll ich auch noch an was denken? Das stimmt. Sitzt du hinter mir? Ist es okay, dass ich mit dem Rücken zu dir? Nee, du bist die Hauptperson. Du bist ein bisschen weiter vorne. Das ist hierarchisch organisiert, die Sitzordnung. Okay. Ja. Ja, ich hab's geschrieben. Ah, okay. Nach meinem ersten Studium habe ich angefangen, mich in Düsseldorf gelebt, sehr viel mit Künstlern zu treffen, für eine Zeitung zu arbeiten, für die Rheinische Post. Und da bin ich halt sehr oft irgendwelchen Künstler-Events gegangen und ich habe ihnen allen erzählt, dass ich einen Roman schreibe. Und das habe ich ungefähr 2 Jahre lang gemacht. Und während dieser 2 Jahre habe ich nur 10 Seiten geschafft zu schreiben. Und dann habe ich gesehen, dass das so nicht funktioniert und bin nach Hildesheim gekommen. Und hier gibt es keine solche Partys wie in Düsseldorf in der Kunstakademie. Und deswegen war es viel einfacher. Ich dachte, ich würde viel mehr darüber erzählen, aber es geht nicht. Luba, du kannst erzählen, was du willst. Aber ich habe noch Fragen. Willst du noch Frage? Bitte, bitte. Ich habe mich heute im Zug notiert. Ich finde es super. Ich habe dein Buch auch, ich hatte es nicht mal, weil ich bei meinem Freund war, dann habe ich mir jetzt gekauft, wie teuer E-Books sind. Wieso hast du den E-Book gekauft? Ja, ich habe dir doch das Buch war zu Hause im Prenzlauer Berg. Ich war in Kreuzberg und ich hatte irgendwie noch einen Tag, um das alles auszudrecken. Also, Conny hat hier sowohl das gedruckte Exemplar als auch ein E-Book. Das stimmt, du hast mir sofort zugeschickt, muss man sagen. Du bist eine treue Seele. Ja. Luba, wie geht's denn jetzt weiter nach dem Roman? Was machst du jetzt? Nochmal. Sind wir schon am Ende oder nee, schon? Wir sind eigentlich ein bisschen. Es geht ja voll schon vorbei. Ich beantworte erstmal die. Was hast du gefragt? Was machst du jetzt nach dem Roman? Ich schreibe gerade einen zweiten Roman und das ist die Fortsetzung von dem ersten Roman. Also im ersten Roman passiert alles in St. Petersburg und die Hauptfigur bereitet sich quasi gedanklich hauptsächlich darauf vor, nach Deutschland zu ziehen mit ihrer Mutter. Und die letzte Szene ist die Busszene, wo sie halt losfahren. Und der zweite Roman fängt mit der Fortsetzung dieser Busszene an, dass sie halt weiterfahren Richtung Deutschland und handelt in Deutschland. Die FAZ-Rezensentin hat sich auch aufgeregt, dass es so wahnsinnig viel um Kosmetik geht. Ich mag das ja, aber ich schaue auch zur Beruhigung so Beauty Halls und so. Also vielleicht bin ich nicht die Richtige, aber stimmt das? Hast du es gefunden? Ich habe es gelesen, aber findest du das stimmt? Also das alles. Also sie hat geschrieben, dass die Hälfte des Romans um einen Kleiderkauf geht und die andere Hälfte um Schminken. Und ich finde das massiv übertrieben. Also da geht es wahrscheinlich 2 Seiten wirklich um ein Kleid. Und halt wird manchmal so Kultprodukte der russischen Kosmetik erwähnt, wie zum Beispiel eine harte Wimperntusche, die in seinem Blog ist und in die man reinspucken muss, um sie zu aktivieren. Ja, für die ganzen Ökos hier, das ist super, plastikfrei. Ja, geil. Ja, aber das ist halt mega schmerzhaft, weil zum größten Teil dieser Tusche aus Seife besteht und das tut weh. Also wenn sie dann in die Augen kommt. Benutzt du noch irgendeine russische Kosmetika? Ich auf keinen Fall. Hier kann man sie nicht kaufen. Und ja, hier gibt es, also die deutsche Chemieindustrie ist doch die beste. Super, das fände ich auch ein schönes Thema. Ich finde, der nächste Roman sollte der erste große deutsche Chemiekonzern-Roman werden. Ich glaube, ich gibt's nicht ja auch die Richtige dazu. Nein, mich interessiert nur dieser enge Bereich der Kosmetik. Also, die Sache ist die, dass in Russland vor den 90er Jahren überhaupt ein Defizit an verschiedenen
an allen Waren war. Und vor allem haben die Frauen gelitten, weil sie sich nicht richtig zurecht machen konnten, so wie das hier der Fall ist. Also man kann sich hier praktisch für ein paar Cent alles Mögliche kaufen und sich damit fertig machen. Und dort in Russland, als ich noch klein war und als ich jung war, gab es das überhaupt nicht. Also das war ein Mangelzustand, den ich dann, nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, aufholen musste. Oder nachdem halt ausländische Produkte nach Russland gekommen sind, deswegen hat es mich damals so interessiert, deswegen muss ich es jetzt beschreiben. Jetzt ist mein Interesse halt immer noch da, aber es ist halt nicht so intensiv wie damals. Aber ich muss das beschreiben, weil es einfach so ist, wie das damals war. Jeder Produkt, der aus Ausland kam, war halt ein Ereignis, eine Wimperntusche von L'Oreal. Wow. Und wegen dieser Wimperntusche muss man eine Schlange einstehen und so weiter. Ich finde es auch diese Frau, die das ein Vorwurf wurde, also bei Kracht, die vielleicht ist die ganze Idee, dass es um Marken ja, geht, von Literatur, ist im Prinzip Markennennung ohne Ende. Und, es macht auch Sachen glaubwürdiger. Ich habe jetzt das geschaut, dieses How to Sell Drugs Fast Online. Und das funktioniert eben auch dadurch, dass es so viele wahrhaftige, popliterarische und Markenreferenzen gibt, dass man weiß, es ist wirklich die echte Welt. Was meinst du, Luba? Immer wenn du so meinen Namen sagst, nach echtem Satz sagst, dann frage ich mich, wie du das meinst. Oh, Baby. Oh. Okay, Ronja. Ja, Luba. Ronja. Luba. Was hast du nochmal gefragt? Ronja. Ich finde, wir machen das jetzt noch, wir haben noch ein paar Minuten, wir machen nochmal auf für Publikumsfragen. Ihr müsst jetzt die Hand heben. Heißt es das was? Ich dachte, du liest ja, noch was, die positive Rezension. Ihr habt doch schon vorgelesen vorher auf Amazon. Ganz am Anfang, du musst aufpassen, Luba. Ich hab doch aufgepasst. Nee, ich hab, oder? Hab ich vorher vorgelesen. Oh mein Gott, sorry. Ja. Da habe ich meine Zwerge. Entschuldige. Das war so ein bisschen woanders auch noch. Ja, ich bin. Das darfst du nicht persönlich nehmen. Ich bin immer, also teilweise woanders. Das, ja, das macht auch deinen Charme aus. Das ist auch charmant. Vielen Dank. Aber du darfst mir nicht böse sein, deswegen, wenn ich was verpasse, das passiert ganz oft. Und dann muss ich nachfragen und dann sind die Leute, hast du mich nicht zugehört oder was? Aber ich kann nichts dafür. Das ist okay. Ich kann mir keine Gesichter merken. Überhaupt nicht. Und das sind Leute auch total beleidigt. Danke, dass du meinst. Ich habe mir ja, das nicht gemerkt. Bin ich froh. Wow. Also machen wir noch Publikumsfragen. Gibt es eine Publikumsfrage? Wenn nicht, rufe ich jemanden auf, der eine stellen muss. Es gibt... Da! Was war denn das für ein Zeichen? Ja, Zeit. Oh ja, mach noch eine hier. Kevin, stell eine Frage. Frage. Kevin, hast du Fragen? Laut. Machst du noch ein Statement? Ja, ein Hilfsamstatement. Als Stadt oder Schreibschrift? Ein Slogan für die Schreibschule. Ich sage etwas und ihr könnt den Slogan daraus ziehen vielleicht. Ich kann das nicht, den Slogan. Mhm. Sag was. Ich würde sehr schlechtes Gewissen haben. Also ich bin hierher gekommen gestern und das war eine Retraumatisierung. Weil hier deshalb für mich ist ein reines Traumata. Das ist ein mega Slogan. So vielen Dank, Freunde. Ein akademisches, selbstgewähltes Traumata. Ja, aber das ist halt anders, weil ich weiß, dass ich morgen schon nach Hause fahren kann. Aber es war hier ein Traumata, weil ich dachte, ich werde hier vielleicht ableben. Dann werden sie mich einfach aus meiner Wohnung ein paar Jahrzehnte später in ein Altersheim auf der anderen Straßenseite verlegen und dann Friedhofen. Das war Traum und Traumata, das ist Hildesheim. Eine Frage haben wir noch. Ja, ich finde das ein gutes Thema, ich verstehe das nämlich überhaupt nicht, warum Hildesheim. Also was können wir, was sonst keine Stadt kann? Sachen wie das hier. Und Autoren wie diese hier. Warum Leute hier studieren wollen? Ja, und dann Literatur. Und Literatur auch noch. Was machst du? Und du lebst in Hildesheim? Dann habe ich dich wohl beleidigt gerade. Nein, absolut. Als Hildesheimer. Ich bin auch hierher gekommen. Ah, okay. Puh, also, wie gesagt, diese 2 Jahre mit Kunststudenten in Düsseldorf, die total unproduktiv waren, nachdem ich halt diese Krise hatte, hatte ich überlegt, was ich jetzt mache. Und dann habe ich eine Folge, eine Serie gesehen, nämlich Girls. Das vielleicht. Und da war halt die Hauptfigur nach Iowa gezogen, wegen einem Masterstudium Creative Writing. Und sie hat mich darauf gebracht zu denken, wow, vielleicht gibt es das in Deutschland auch. Und dann habe ich gegoogelt und es gab Leipzig und Hildesheim. Und dummerweise habe ich mich für Hildesheim entschieden, weil
ich mag einfach nicht wie Leipzig. Schon wie schön hier ist, schon wie ja, alles ja, sind. Das schon, aber das ist nicht alles. Es sieht total idyllisch aus, aber wenn du hier 2 Jahre lebst, so ohne zu wissen, ob du jemals rauskommst, ist es einfach tot. Das Dramatische. Ein Teil von mir ist abgestorben in Hildesheim. Ich bin anders als davor. Ich merke es ja, ganz das deutlich. Das macht Hildesheim mit allem. Man ist anders siehst als du, davor. Du weißt es auch. Aber es ist auch persönlichkeitsvoll. Also, bei mir ist auch... Du hattest ganz andere Umstände und du warst hier auch viel kürzer. Du hast nur studiert. Nein, ich war nicht viel kürzer. Du bist erst dazugekommen. Die Welt existiert ohne dich auch. Ich weiß, Ronja. Aber nach meinem Studium habe ich hier noch 2 Jahre gelebt, nachdem alle schon ausgezogen sind. Das ist was anderes. Ja, das stimmt. Das ist hart. Ja, ich bin abgehauen, als es am besten war. Davon ganz abgesehen habe ich nicht wie du in einer WG in der Stadtmitte gelebt, sondern hier in Itzum, ganz allein. Und das ist ein selbstverschuldetes Unglück. Nein, ich kann einfach nicht in WGs leben. Und hier gab es keine anderen Wohnungen für mich. Hör auf, mir für alles zu Schutz geben. Vielen Dank, Luba, das war's.